Die Gerade AC ist am Punkt A tangent zum Kreis, dessen Zentrum O ist. Wenn Alpha das Maß des Winkels OAB in Grad ist und x das vom Winkel BCA, dann gilt, x ist eine dieser fünf Möglichkeiten. Wir wissen, dass das Dreieck AOB ein gleichschenkliges Dreieck ist, denn der Abstand zwischen A und O, das ist der Radius vom Kreis, und der Abstand zwischen O und B auch. Also sind die zwei Basiswinkel gleich groß. Dieser Winkel ABO, das ist ein Umfangswinkel, der diesen violetten Kreisbogen AD einschließt. Der entsprechende Zentriwinkel, der denselben Kreisbogen AD einschließt, das ist dieser Winkel AOD, dessen Öffnung genau doppelt so groß sein muss wie die Öffnung von diesem Umfangswinkel. Jetzt schauen wir im Dreieck CAO. Dieses Dreieck ist je nach den Angaben ein rechtwinkliges Dreieck, weil diese Tangente zum Kreis im rechten Winkel zum entsprechenden Radius steht. Und da die Summe der drei Innenwinkel von diesem Dreieck ACO 180 Grad beträgt und dies ein rechter Winkel ist, muss x plus 2 Alpha gleich 90 Grad sein, woraus wir schließen, dass x 90 Grad minus 2 Alpha sein muss, und das ist die Antwort C. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also C. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.